Wunderbar, meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Morgen und willkommen. Schön, dass Sie alle den Weg hierher gefunden haben. Ich freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu können. Wir fangen ein bisschen mit Verspätung an, weil wir kleine technische Probleme hatten. Vielleicht ist es zwischendurch auch immer mal wieder etwas zu regeln, aber schließlich kommt es nicht auf die Technik an, sondern auf das, was wir Ihnen heute erzählen wollen. Ich hoffe, es wird uns gelingen, dass Sie eine ganze Menge inspirierende Gedanken mit nach Hause nehmen können, wenn wir diesen Tag vollbracht haben. Wir wollen heute mit Ihnen die Grundfragen des Daseins betrachten. Und wie Sie schon aus dem Untertitel unseres Symposiums sehen können, Phasen des ewigen Lebenszyklus, tun wir das aus einer ganz bestimmten Perspektive, vor einem ganz bestimmten Hintergrund, nämlich der Theosophia. Zunächst mal kurz zu mir, das bin ich, Sieglinde Blocki. Ich bin Ihre Ansprechpartnerin hier in Berlin vor Ort. Wenn immer Sie Fragen haben, Sie haben durch Ihre Anmeldung meine Kontaktdaten, rufen Sie mich an, schreiben Sie mir eine E-Mail. Ich stehe Ihnen gerne für Fragen, welche auch immer, zur Verfügung. So. Kurz zu dem, was wir sind als Gesellschaft. Die Theosophische Gesellschaft wurde 1875 gegründet mit dem Ziel der Bildung des Kerns einer universalen Bruderschaft, des Studiums der Untersuchung und der Verbreitung der Theosophia. Das Motto unserer Gesellschaft ist: Keine Religion ist höher als die Wahrheit. Wir bezeichnen uns oft auch als Wahrheitssucher, unabhängige Sucher nach Wahrheit. Was ist das nun, Theosophie? Wörtlich, Sie sehen, übersetzt göttliche Weisheit oder Weisheit der Götter. Sie umfasst die allem Sein zugrunde liegenden Wahrheiten. Griechisch Theos, Gott oder göttlich, Sophia, die Weisheit, also die göttliche Weisheit, die Weisheit der Götter. Sie ist die allen Religionen und Philosophien zugrunde liegende Weisheit, die durch die Zeitalter hindurch den Menschen immer wieder in verschiedenen Sprachen und Formen von der Loge der Weisheit und des Mitleidens in Erinnerung gebracht wurde. Ein vergleichendes Studium der Weltreligion liefert hier weitere Einsichten. Sie ist auch die uralte Weisheit, so wird sie auch genannt, die Quelle und die Basis, in der alle zusammen eine Einheit bilden, also Philosophie, Wissenschaft und Religion, und die wir überall auf der Welt, in allen Kulturen wiederfinden können, wenn wir danach Ausschau halten. Die Wissenschaft stellt die Frage nach dem Wie. Wie geht das? Wie funktioniert das? Wie hängt das zusammen? Die Philosophie fragt nach dem Warum. Zum Beispiel, warum ist ein ethisches Leben wichtig? Die Religion fragt nach dem Wozu. Wozu soll das alles gut sein? Zu welchem Zweck leben wir? Und wenn wir diese drei Fragen stellen, dann befassen wir uns mit der Theosophia, mit allem, was dem zugrunde liegt, dem Leben. Die uralte Weisheit postuliert drei Hauptaussagen, drei Hauptthesen oder Propositionen, auf denen eine Lebensphilosophie aufbaut, die uns auch bei der Erörterung unseres heutigen Themas als Grundlage dient. Denn bei eingehender Betrachtung kann sie auf alle grundlegenden Fragen des Lebens Antworten bieten. Und diese drei Hauptaussagen sind: die Grenzenlosigkeit, alles Leben spielt sich auf dem Hintergrund eines allgegenwärtigen, ewigen, unnennbaren Prinzips ab.
Das zweite die zyklische Bewegung. Das zyklische Erscheinen und Wiederverschwinden von Wesen und Universen. Und als drittes die Einheit allen Lebens. Alle Wesen sind in ihrer Essenz gleich. Gleich welches wir betrachten. Ja, die Essenz ist dieselbe. Die erste Grundwahrheit, das Grenzenlose oder die Unendlichkeit, da haben wir gesagt, wir finden das in allen Religionen wieder, nicht die Theosophia, weil sie die Grundlage ist. Das haben sie zum Beispiel im Buddhismus mit Sunyata, der Leere. Sie haben das im Hinduismus, da wird es das genannt, Tat. Oder im Taoismus, das Tao. Im Judentum, Ein Sof. Das ist das Göttliche, der Gott im Christentum, Allah im Islam. Und ja, aus den Science-Fiction-Filmen, die beginnen manchmal mit unendliche Weiten, nicht wahr? Zyklische Bewegung oder Periodizität, das ewige Erscheinen und Wiederverschwinden aller Wesen. Wir kennen es im Rhythmus der Gezeiten, in Tag und Nacht, in den Jahreszeiten und so weiter. Da haben wir eben auch Verschwinden und Wiedererscheinen, immer wieder in gleichmäßig ablaufenden Zyklen. Alles Leben befindet sich auf einer Pilgerschaft durch die Unendlichkeit auf Basis des freien Willens. Kein Blatt an einem Baum ist gleich. Alles wurzelt im Grenzenlosen. Alles ist dem Gesetz der Zyklen unterworfen. Alles Sein bildet daher eine Einheit mit allem, was ist, da es in diesem Grenzenlosen wurzelt und aus seinem Stoff besteht. Die essentielle Einheit allen Seins bedeutet, alle Wesen sind in ihrem Kern dieses grenzenlose Eine, aus dem sie in den genannten Zyklen hervorgehen und in das sie zyklisch immer wieder zurückkehren. Das bedeutet nicht Gleichheit, sondern Einheit in der Verschiedenheit, da sie im grenzenlosen Wurzeln, aber in ihrem Ausdruck unterschiedlich sind. Ja? Und auf diesen Grundannahmen fußt die gesamte Lebensphilosophie der uralten Weisheit. Daher ist eine Haupt- oder wesentliche Konsequenz daraus, universale Bruderschaft ist eine Tatsache in der Natur. Diese drei Propositionen konnte ich hier natürlich nur ganz kurz abhandeln. Ja? Wir hatten dem schon einmal einen ganzen Vortragsabend gewidmet, um das noch besser zu verstehen, da gibt es wirklich viel darüber zu sagen. Und das werden wir sicher auch nochmal wiederholen. Aber das nur als kleinen Hintergrund für all die Dinge, die nun folgen werden. Zunächst nochmal zu uns, zu unserer Arbeit. Seit 1958 befindet sich unser internationales Hauptquartier in Den Haag in den Niederlanden. Und der derzeitige Leiter unserer Gesellschaft, Hermann Vermeulen, ist heute auch bei uns. Er leitet gleichzeitig eine Stiftung, die hinter unserer Gesellschaft steht. Man braucht ja auch etwas, um Dinge zu verwalten. Und das ist die ISIS-Stiftung. Manche stolpern über den Namen, das hat nichts mit den derzeitigen Problemstiftern zu tun, sondern es ist eine Abkürzung für International Study Center for Independent Search for Truth, also internationales Studienzentrum für die unabhängige Suche nach Wahrheit. Und das ist das, was wir tun. Ja? Ein paar unserer Aktivitäten der letzten Jahre sehen Sie hier. Wir veranstalten Symposia, nicht nur hier in Berlin, in anderen Orten in Deutschland ebenfalls, auch in Holland, also in den Niederlanden.
Wir haben hier so ein paar Beispiele davon. Wir hatten schon ein Symposium über die sieben Juwelen der Weisheit. Wir veranstalten Vortragsreihen. Über diese Vortragsreihen haben Sie auf Ihrem Platz die Programme gefunden. Wenn das eine oder andere Thema Sie davon interessiert, sind Sie natürlich immer herzlich willkommen. Sie können sich auch gerne Exemplare mitnehmen für Freunde und Bekannte, wenn Sie meinen, dass da jemand Interesse hätte. Ja, wunderbar. Wir veranstalten den Kurs Anders Denken. Der wird in diesem Jahr am 24. Oktober beginnen. Auch darüber haben Sie einen kleinen Flyer auf Ihrem Platz gefunden. In diesem Kurs Anders Denken beschäftigen wir uns systematisch mit dem, was Denken eigentlich ist. Wie kommen wir zu einem selbstständigen, unabhängigen Denken? Und was ist Denken überhaupt? Ja? Unser erster Vortrag in dem jetzt beginnenden Studienzyklus wird auch schon darüber einige Hinweise geben. Der Kurs Anders Denken leitet dann über zum Kurs Lebensweisheit, der dann auf grundlegende Fragen des Lebens allgemein eingeht. Und Anmeldungen sind noch möglich für den Kurs Anders Denken. Der ist Voraussetzung für Lebensweisheit, ja? Das finden Sie alles auch auf unserer Internetseite, aber mancher ist ja nicht so ständig im Internet unterwegs, deswegen ein paar Worte. Wenn Sie in unseren Kursprojektprospekten oder auch sonst wie Kursgebühren sehen, nur eine kleine Erläuterung, das sind nicht etwa Gebühren, die den Kursleitern zugutekommen, die dienen lediglich der Kostendeckung für Raum- und Materialkosten, genauso wie Spenden und so weiter. Wie Sie bereits hörten, wurde die Theosophische Gesellschaft 1875 gegründet, um den Hauptgedanken, die universale Bruderschaft, die Einheit allen Seins und die daraus resultierende Verantwortung unter den Menschen wieder bekannt zu machen und damit das große Leid, das in der Welt herrscht, zu lindern. Ein Leid, das aus der Unkenntnis der Prinzipien und Zusammenhänge des Daseins resultiert. Das verkrustete Denken der Menschen aufzubrechen, Impulse zu setzen, die zum Verlassen der gewohnten Denkmuster und dem selbstständigen, eigenständigen Suchen nach Wahrheit den Weg zu bereiten, war und ist die Aufgabe unserer Theosophischen Gesellschaft. Hierfür setzen sich freiwillig und ehrenamtlich unsere Mitglieder ein. Und zwar meist auf eigene Kosten, denn die Spenden, die uns erreichen, decken oft kaum Raummiete, geschweige denn Druckkosten oder Ähnliches. Wir würden uns daher sehr freuen, wenn auch Sie unsere Arbeit durch Ihre Spende unterstützen könnten. Hierfür stehen einmal auf dem Büchertisch Behältnisse bereit, aber auch an der Tür wird zu bestimmten Zeiten dann jemand mit einem Körbchen stehen. Wie wird der heutige Tag ablaufen? Ein Programm fanden Sie ebenfalls auf Ihren Plätzen. Nach dem ersten Vortrag, Was ist Leben, haben Sie gleich die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich mute Ihnen da eine ganze Menge zu, das vielleicht für den einen oder anderen ganz ungewöhnlich ist. Trauen Sie sich, stellen Sie Ihre Fragen. Ja? Nach einer kurzen Pause von 15 Minuten danach finden wir uns zu Workshops zusammen. Sie haben hierfür bei Ihrer Anmeldung heute eine Nummer erhalten. Die jeweiligen Workshop-Betreuer werden diese Nummer hochhalten, sodass Sie sich dann nur noch in Ihrer Gruppe zusammenfinden müssen. Alles Weitere wird Ihnen dann der Workshop-Leiter erklären. Da werden wir uns in verschiedene Räume begeben. Nach dem Workshop haben wir eine einstündige Mittagspause geplant.
Da können Sie in der Umgebung des Hotels hier etwas essen gehen. Es gibt kleinere Restaurants hier. An der U-Bahn gibt es auch die Möglichkeit, sich nur ein Brötchen zu holen, je nachdem, wie es ein jeder möchte. Um 13.30 Uhr machen wir dann weiter mit dem zweiten Vortrag, Sterben, ein Bewusstseinsprozess. Da wird Ihnen Herr Kammer erzählen, was wir dann weiter dazu zu sagen haben. Und Sie haben natürlich erneut im Anschluss die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen. Und wer dann noch Interesse hat und Zeit, denn dann war es ja schon ein ganz schöner Tag für Sie, da gibt es ab 14.30 Uhr eine Art Café. Das heißt, da sind Sie alle zum Kaffee und ein paar Keksen eingeladen. Da treffen wir uns dann hier in dem Restaurantbereich und setzen uns zusammen. Und da haben Sie nochmal die Möglichkeit, alle Fragen, die während des Tages aufgetaucht sind, mit uns zu besprechen. Ja? Ja, so hoffen wir, dass Sie heute Nachmittag wirklich bereichert nach Hause gehen können. Und auch der Büchertisch, da steht natürlich auch immer jemand Ihnen zur Verfügung, der Ihnen da Auskunft geben kann. Ja, dann hoffe ich, dass wir soweit alle technischen Details und alle Vorbedingungen erläutert haben. Und dann kommen wir jetzt zu unserem ersten Vortrag. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Zeit.